Und einen normalen Beuterucksack. Da brauchten wir Tapire für, richtig? Richtig. Zwei. Dann würde ich gerne mal gucken, ob hier Tapire irgendwo sind. Hier ist ein absolut tapirfreies Gebiet. Okay, so regeln sie wahrscheinlich dann, dass man in den späteren Missionen erst in dem Gebiet ist, obwohl da sind Tapire. Das könnten wir schaffen. Reisen nochmal nach Amanaki in den Süden und legen ein paar Tapire um. Dann können wir auch einen größeren Beuterucksack gleich kriegen. So, ich gucke immer viel zu viel auf die Zeit, ich weiß. Aber ich muss das richtig regeln, das ist nicht der Ausgang. Der ist da. So. Und dann... Vielleicht sollte ich mir das markieren, wenn ich dahin will. Dorthin. Also da. Na dann. Ja, ich weiß nicht, kann ich da zu Fuß hin? Das ist... schon ein Stück. Über die Brücke müssen wir aber... Naja, so weit ist es nur nicht. Gucken wir mal. Musik im Radio. Rücken kaputt. Ich glaube, ich hänge irgendwo. Oh Gott. Okay. Das hat ja lange gehalten, das Auto. Aber das ist ja da vorne schon. Ach, hier haben wir noch einen Quad. Quad fahren würde ich auch gerne mal. Aber, wow. Ach, die wallern da Tapire ab, glaube ich. So, hier müsste das Gebiet ja kommen. Oder machen die da nur... Angst? Ist so ein Tapir oder ein Schwein? Sah ja aus wie ein Schwein. Hä? Hä, was konnte ich jetzt entnehmen? Ach hier! Toll, ich stehe in dem Schwein. Oder Tapir. Ekelhaft. Echt ein Tapir. Ekelhaft. Haben wir jetzt Fähigkeitspunkte dafür bekommen? Da hinten ist noch eins. Den werden wir uns holen. Das ging schnell. So. Gib her. Gib her. Der sieht ja aus. Tapir, Tapir. Hat er gerade gesagt, wir haben Fähigkeitspunkte? Zwei Stück sogar. Alter, das geht ja relativ flink noch am Anfang. Auf jeden Fall möchte ich die Rüstung haben. Hier können wir jetzt erstmal nicht weiter. Ach toll, doch, da kriegen wir noch verbesserte Erste Hilfe. Das würde ich hier gerne bei der Spinne noch ein bisschen weitermachen. Grüner Daumen. Ich ernte doppelt so viel, dann habe ich aber auch doppelt so schnell voll, ne? Die Taschen. So, das möchte ich gerne. Ach, kann ich gar nicht, oder was? Doch, habe ich doch. Habe ich jetzt erst gelernt. Hä? Hatte ich das nicht vorhin schon? Brrrt. Nicht genug XP. Herstellung. Oh ja, bitte. Beutrucksäcke. Gut, Beutrucksack. Ja. Für den Starken brauchen wir Dingo-Fell. Das ist auf jeden Fall cool. Dann haben wir das.
Kann ich mir jetzt davon das Quad nehmen? Genau. Und spreche mit Dennis. Dennis! Ich komme. Kann ich nicht von vorne einsteigen? Nein. So. Na dann. Boah. Steht noch das Auto. Kann ich das eigentlich... das runterschubsen kann? Komm schon! Ich möchte das jetzt sehen. Bäh. Ja! Oh, hier ist ja gar kein Wasser. Naja. Sorry, Auto. Aber du warst nicht mehr zu retten. So, Dennis. Aua. Ah, kommen wir sowieso nicht durch, ne? Na denn! Was machst du eigentlich? Ist das eine Nebenmission? Halten, interagieren. Wir haben gesucht. Was, wenn sie... Er trägt die Tätowierungen der Rakihat. Er muss uns helfen. Ja. Was ist denn? Mein Liebling. Mein Juwel. Wie konnte sie das nur tun? Wegen einem Jungen? Einer, lass mich reden. Hör. Einer. Meine Tochter Nadia und ein Freund sind fort. Sie wollen... sich umbringen. Sie sind jung, närrisch. Sie denken, das Leben wird niemals besser. Also gingen sie. Bitte, finde Nadia, bring sie zurück. Sie ist jung. Wir suchten überall. Nein, nicht überall. Wir waren nicht am Biharok. Bitte, Herr, kannst du nicht? Du wirst schneller sein. Genau. Biharok, ganz zufällig sollen sie genau da sein. Ist das jetzt markiert? Ein Biharok? Nö, ich glaube nicht. Aber wir haben jetzt eine Zusatznebenmission. Aber wir wollen zu Dennis. Aminamikate. Dennis steht da oben wieder. Hä? Wieso ist denn der jetzt da hinten? Oder... Hey, das verstehe ich nicht. Hä? Ist das Nadia? Oder was ist jetzt... Was mache ich jetzt hier? Was ist hier los, Digga? Jetzt mache ich sofort die Nebenmission, das wusste ich nicht. Ich dachte, die ist dann so freigeschalten und wir finden die irgendwann dann. Mal gucken. Ach, das ist nur so ein kleines Gebiet. Wow. Okay, das war vielleicht doch nicht so richtig. Das ist sie doch, oder? Hä? Hast du Angst für die gehabt? Vom Komodo-Varan? Hä, du bist das doch! Sprich doch mit mir! Oder? Ich muss die ja alle tot machen. Das ist ihr Liebhaber, der schon tot ist.
Komodo Varan! Bleib hier! Oh, keine Mist. Eine Munition mehr. Ich messe dich! Survival! Survival! Lurch auf Ass! Wer kennt's? Wer kennt's? Ich hoffe doch einige. Ekelhaft. Ja, ekelhaft, ich weiß. Ach, er hat hier auch eine Waffe. Cool. Ah! Ah! Lass mich! Also braucht er 4 Schuss. Hat er mich einfach ans Bein gewiesen? Ich wusste gar nicht, dass Varane so aggressiv sind. Boah, $1 hat er dabei gehabt. Jetzt habe ich sie alle erledigt. Los! Sprich mit mir! Er wollte mich töten. Er sagte, er wollte mit mir fliehen. Aber als wir hier ankamen, redet er nur noch vom gemeinsamen Sterben. Meinte, dann wären wir immer zusammen. Er wollte mich erschießen. Bist du hier hochgekommen? Er muss die Tiere erschreckt haben, als er schoss. Sie griffen ihn an und ich kletterte. Geh nach Hause, deine Eltern machen sich Sorgen. Danke dir. Keine Problem. $500. Cool. Und ein paar Varan-Fälle. Fälle, sag ich schon. Heute. Stell dich mal vor, so ein Varan. Mit Fell. Lustig, lustig, wa? So, vielleicht kann ich mit dem Auto noch was anfangen hier. Da. Aua, da sind Bäume. Komm ich hier durch? Yeah. Es wird schon wieder dunkel. Aber jetzt können wir endlich mit Dennis sprechen. Es ist uns nicht vergönnt gewesen. So. Auf. Hier bin ich. Dennis! Was ist passiert? Vaas plant, unser Dorf anzugreifen. Während wir hier sprechen, sammelt er seine Leute. Meine Freunde haben auch Ärger. Was hast du herausgefunden? Sie wurden an einen Ort namens PC gebracht. Vaas will Lösegeld und sie dann trotzdem verkaufen. Dann ist es gut. Du hast Zeit. Jason, bitte, kämpfe für uns. Die Rakyat werden umgebracht. Wenn du die Waffen sabotierst, ist Vaas geschwächt und leichter zu töten. Es regnet auch noch. Ich mach's. Ich wusste, dass wir auf dich zählen können. Die Piraten lagern ihre Waffen in dem Holzfällercamp im Dschungel. Zuerst den Alarm ausschalten, okay? Wenn der losgeht, sichern sie den Schuppen mit den Waffen. Klau den Sprengstoff und dann vernichte die Waffen. Verstanden? Okay. Verstanden. Viel Glück. Okay. Mir ist gerade noch was eingefallen. Natürlich muss es wieder regnen, wenn jetzt hier so eine Mission losgeht. Hier wollte ich mal noch gucken nach Waffengurt. Da brauchen wir Ziegenfell. Würde ich nach der Mission mal auf Ziegenjagd gehen. Das ist natürlich jetzt wieder optimal für mich, wenn ich hier kaum was sehen kann, wenn es dunkel ist. So, Auto. Wie weit ist unser Ziel entfernt? Oder kann ich vielleicht sogar eine Schnellreise machen? Hä? Wo ist es? Außerhalb? Oh nee, da kenne ich mich wieder nicht aus. Da hinten ist der Funkturm. Naja.
Das ist auch noch rutschig, ey. Kann hier nicht immer schönes Wetter sein? Ja. Halt, ob das mal rumpelt. So. Wie gesagt. Oder. Oh, oh Gott. Ihr seht ja, wir kennen uns eigentlich hier noch nicht aus. Deswegen ist die Map nicht sichtbar. Und dann müssen wir erst wieder zum Funkturm. Da leuchten ein paar Blumen auf. Ich würde auch am liebsten zuerst den Funkturm machen, damit man ein bisschen was sieht. Und der ist ja auch nah bei den, bei der Mission. Geh zum Holzfällercamp. Aber ich widerspreche. Ich gehe einfach zum Funkturm. Hoffe ich doch. Was ist das hier? Ich will hier nicht hin. Durch den Zaun! Boah, diese Straßen. Ich fürchte, das war's für das Auto. Hey. Und ich habe jetzt nur eine Pistole dabei. Wie soll ich denn das machen? Das war ja schlau von mir. Ah, da oben ist der Funkturm. Gut. Vielleicht hat er auch noch ein paar Waffen für mich.